herzlich willkommen in meiner aktuellen Ausstellung in den Räumen der GIZ unter dem Titel Closer Look to Nature. Ich möchte Sie gerne einladen, das Besondere und Verborgene der Natur mit mir zu entdecken. Ich mache mit den Papierarbeiten, Zeichnungen und Gemälden sichtbar, was unser bloßes Auge nicht sehen kann oder auch übersieht. Ausgangspunkt der Objekte und Skulpturen sind das Reale. Es wird verändert, verfärbt, vergrößert oder auch in eine neue Umgebung gesetzt. Ich befinde mich hier eigentlich mitten im Kreislauf der Natur, in den Diaries of Nature. Wir haben hier 12 Bücher aus handgeschöpften Papieren und das Besondere an der Arbeit ist, dass es im Grunde ein Jahresprojekt war, in dem ich jeden Monat des Jahres einen bestimmten Teil des Gartens besucht habe und habe dort Naturmaterialien gesammelt und aus diesen Papiere geschöpft. Am Werkstoff Papier fasziniert mich vor allem die unendliche Vielfalt des jahrtausendealten Gewerks. In meiner jetzt schon über 20 Jahre währenden künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Werkstoff finde ich immer noch wieder neue Formen der Verwendung und des Ausdrucks. Hier haben wir die Blackberry Diaries und da muss ich vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen. Im Zuge meines Jahresprojektes habe ich mich sehr mit der Brombeerpflanze beschäftigt. Obwohl man ihr immer wieder Einhalt durch Schnitt und Entfernen gebietet, erobert sie immer wieder das Terrain und lässt sich nicht vertreiben. Wir haben hier das Bild Ungezähmt. Es geht hier auch um die Brombeere und gemalt ist es in einer besonderen Technik, die man Absprengtechnik nennt. Dort wird zuerst ein farbiger Hintergrund erstellt und anschließend werden Konturen und Strukturen mit Tusche und Tuschefeder herausgearbeitet. Jetzt stehe ich vor meiner Arbeit Cocoons, wo ich mich mit der Eiform bzw. mit dem Kokon beschäftige. Die Eiform ist für mich eine fast vollkommene Form. Sie drückt aber auch Entstehung, Zerbrechlichkeit, Schutz und vieles mehr aus. Ein wichtiger Teil der Natur sind auch die Jahreszeiten und der Wechsel der Natur in ihrem Verlauf. Hier befinden wir uns mitten im Frühling und inspiriert wurde ich durch einen Spaziergang durch die Bonner Professor Neuallee, in der regelrecht der Frühling explodierte auf den japanischen Zierkirschen. Hier haben wir die Installation Organics. Die Natur fasziniert mich nicht nur in ästhetischer Hinsicht, sondern auch inhaltlich. Sie lebt uns viele Ordnungsprinzipien vor, wie wir sie auch in der Gestaltungslehre wiederfinden. So zum Beispiel Symmetrien, Asymmetrien, farbliche Kontraste, Reihungen, Ballungen, Streuung und vieles mehr. Im bewussten gestalterischen Umgang mit den Prinzipien können Aussagen im übertragenen Sinne dargestellt werden. So kann beispielsweise das Prinzip der Reihung für die Darstellung immer wiederkehrender Vorgänge in der Natur stehen. In meiner Arbeit Organics steht das Prinzip der Gruppierung für den sich immer wiederholenden Prozess der Zellteilung als Garant jeglichen Lebens. Für meine Arbeiten sehr treffend finde ich den Vers von Christian Morgenstern, der einmal gesagt hat, man sieht oft etwas 100-mal, 1000-mal, ehe man es zum ersten Mal wirklich sieht.